Das hätte ich mir aber selbst beantworten können. Oh Gott, Mäusi, du hast recht gehabt. Shit! Ich glaube, wir müssen zu einem Maskenbildner oder so. Und du? Gut. Bob der Baumeister! Mehr Leute wie Sie. Ah. Sie sind wirklich voll cool manchmal. Ich habe sie schon mal gesehen, da waren sie richtig cool. Ah. Und gestern auch. Die Toiletten, die haben wir ja schon ausgecheckt. Hier haben wir auch schon alles geschnappt. Also nochmal der Level dahinter. Das reicht mir jetzt. Ich speichere jetzt nochmal, falls ich es verhuddle. Ich speichere sehr oft. Ich speichere wirklich sehr, sehr. Ihr seht ja, wie viel Speicherstand ist das? Moment. Hier 1959. Also ich speichere. Es ist eben einfach so. Ich will Sachen nicht doppelt machen. Ceiling. Hanging. Elegant, komm schon, elegant, elegant, elegant. Ah! Es ist elegant, ich weiß es. Jetzt trinke ich schmutziges Wasser. Einfach aus Trotz. Wo ist es? Ach, das tut so gut. Das tut so gut, aus Trotz was zu machen. Green it. Green it. Elegant. Ich Idiot, das ging gerade. Ich bin ein Arschkind! Ja, Dealing, es war Dealing, ich fass es nicht. War Dealing vorhin dabei? Nee. So eine Kacke, so eine Kacke. So, Schloss entriegel, ich entriegel es jetzt. Ich will wissen, was da unten drin ist. Ich will es 50 Mal entriegeln. Ist schon entriegelt. Absolut, als was für Baseballschläger Bier, eine Schussflinte gegengibt. Karabiner, voll de krasse, voll. Vorschlaghammer. Wo brauche ich denn einen Vorschlaghammer, bitteschön? Um Vorschläge zu hämmern? Ich habe mal kurz die kleine Lampe an. Oh, es blendet vor dem Bildschirm, shit. Wie gesagt, ohne die Facecam wäre es gar nicht mal so übel. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt richtig nutze. Manchmal schaue ich behindert rein, das gefällt euch bestimmt. Aber ob ihr das dann mitbekommt, ist die andere Frage. So. Hallo. Also, jetzt haben wir das da drinnen erstmal geschafft. Wir gehen mal zum Friedhof einfach, wir sollen da ja was holen. Achso. Halt, stopp. Hey. Schimmel. Ich kann nicht schnell laufen, das ist behindert. Guck mal, wie ich schlafe. Warte, alter Mann, bitte. Warte auf. Habe ich den Druckkochtopf immer noch dabei gehabt? Kaufe ich jetzt, scheiß auf das Geld. Scheiß auf das Geld. Hey, Old Zachary. Was kann Easy Pete für Sie tun? Hey, Easy Pete, wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen soll, er hat mir schon in den Kopf geschossen. Also das ist natürlich schwierig mit Vertrauen. Warum nennt man Sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist... Take it easy. Take it easy. Pff. Sie waren ein Prospektor. Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Na, man stöbert in alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Da bin ich auch ein Prospektor. Ich suche in den Häusern anderer nach guten Sachen, die Geld bringen. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Das Leben spielt ja immer natürlich hart mit. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß die Vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben.
Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Sprechen wir über die Legion. Ihr wollt ja wissen, wer das ist. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Warum ist der Hooverstaudamm so wichtig? Ist doch klar wegen dem Strom und so, nicht? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Das hätte ich mir auch mal selbst beantworten können. Wofür verwenden Sie die Großhörner zum Essen wahrscheinlich und zum Transport? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Also wer geht so nah an diese Viecher, an diese... Komm mal hier! Wissen Sie etwas über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Wahrscheinlich. Auch wieder. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Hab ich alle schon gefickt? Alle schon gefickt, mein Freund. Alles weg. Und du? Howdy. Howdy. Howdy, Partner. I'm Sandy Cheeks. Nun ja, gehen wir mal weiter zum hoch zum Friedhof, denn da gibt's ja was zu holen. Wer steht da? Oh, nur ein Kaktee. Ich hab grad voll Angst bekommen. You gonna die, bitch. Erstmal schön in die Kralle geschossen. Und jetzt in den... Wo schießt man hin? In den Stachel. Schieß mal ein bisschen in den Stachel. Oh yeah. Die Viecher sind schon so ein bisschen eklig aus, ne? So ein bisschen... Hey. Guck, was er dabei hat. Skorpion. Ach so. Oh, ich bin überlastet. Wie bitte? Ja, scheiß Raketenpistole. Schade. Ich will hier nicht so rumschleichen. Ich mache schon so viel Verzögerung, indem ich irgendwie 8 Jahre irgendwas vorlese oder an einem Terminal nicht weiterkomme. Da will ich euch jetzt nicht noch das antun, wie ich hier ewig lang sortiere. So, wer ist da oben? Was sind das da für Feinde? Boo! I can see a fly. I believe there is a fly. Na 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 fly so high. Komm mal her. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Komm mal her. Und du? Was machst du? Guckt's euch an. Ich bin eine Blähfliege. Geh weg mit deiner Blähunge. Was ist das für eine Frau? Was habe ich getan? Okay. Stopp. Sage mal. Also. Ja, ein Flügel. Den Flügel weggeschossen. Das war natürlich sehr schön. So. Hingeblieben. Ja. Wir sind hingeflogen. Ist genau vor mir runtergefallen oder rutscht ihr gerade den Berg runter? Licht. Da riecht sie doch. I believe I can fly. Keep out. Ne, ich will nur noch jetzt. Zack. Können wir irgendwas machen mit diesem Turm? No. Keep out, keep out, okay. Aha. Eine Schneekugel. Was hat die denn bitteschön hier draußen zu suchen? Zack. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave-Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Diese seltenen Vorkriegs... Artefakte werden allgemein als wertlos betrachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel für sie zahlen. Ja gut, ich sag's mal so, ja. Ich will für so einen Schund natürlich kein Geld ausgeben.
Wow, der Name. Mr. Irgendwas. Was soll man hier? Sie brauchen eine Schaufel, um hier zu graben. Wir sind ja in dem Friedhof, wir sind doch bestimmt Schaufeln. Das verarscht mich mal nicht. Schaufel? Hello? It's grave, but I didn't have it. Hier ist doch zwischen dir eine Schaufel, das verarscht mich nicht. Achso, ich kann ja wieder hinreisen. So, Brockblume nehmen. Brockblume hinzugefügt. So, Brockblume und Xanderwurzel zu Sané ans Lagerfeuer bringen. Okay, also Leute, wir merken das auf jeden Fall. Kitsching, erinnert mich dann, falls ich es vergesse. Hier am Friedhof in Good Springs sind noch drei Gräber, die ich bebuddeln. Vier, drei, sehen aus. Vier. Oh. Wer das gehört? Hört ihr das? Gott, das ist eklig. This is so gruselig. Let's go home, boys. I have angst. I have asthma. Okay, also wir gehen jetzt zur... Sunny. So weit links von der City? Ist die verregt? Die geht doch noch kaputt. Die geht noch drauf, die Alte. Ich seh's kommen, Jimmy. She get it there. She's gonna die. Ich sitze so weit weg in der... Ich sitze so weit weg in der Feld. So. Oh. Wow. Oh oh. Hier sind nachts anscheinend Kojoten unterwegs. I think this is a coyote. Can you see this coyote? Cool. Komm da runter? Sieht er mich? Ne. Okay. Sandy, Sunny, wie heißt die nochmal? Sandy? Sandy, ne? Ne, Cheyenne, so heißt der Hund. Cheyenne. Sag mal, wo ist denn die? So weit weg, so fernab von der Stadt. Ich fasse es nicht. Könnte ich mich da auch hinporten, einfach mal so guckweise? Ja, könnte ich machen. Good Springs Quelle. Ich bin jetzt zwar genau davor. Ah, ne, ich mache jetzt nicht das Beispiel. Ja, glaube ich jetzt noch hin. Aber man kann eben einfach. Muss ich kein Beispiel machen. Man kann einfach hin und her teleportieren in die Orte, an denen man schon war. Also es geht dann alles deutlich schneller. Was liegt denn da? Schau mal, hätten wir uns teleportiert, hätten wir diese wunderbare zerbeulte Blechdose übersehen. Hm? Da muss natürlich Acht geben, diese zerbeulten Blechdosen sind einiges wert. Einiges. Es gibt zerbeulte Leute, die kaufen einem die ab. Im Blechtown, aber da kommen wir nie hin. Nee. Wow. Sunny. Mrs. Sunny, where are you, Sunny? Sie ist so weit weg, ich raste aus. Da ist sie. Heilige Scheiße nochmal. Hey, Sun. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Okay. Ich sehe kein Lagerfeuer. Heilpulver. Heilpulver. Akzeptieren. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Tja, ich glaube, Fräulein, jetzt ist jemand sauer auf dich, denn ich werde nicht vorbeischauen bei Trudy. Ich werde reinkommen und ihr ins Gesicht schießen. Nicht. Trudy! Gut springen! So, mal gucken. Ah, wie gesagt, ich muss das Spiel noch installieren auf der Xbox, auf der Platte, damit das alles etwas schneller lädt. Ein Leuchtender verwendet seine Spezialfähigkeit, um seine Feinde zu verstrahlen und in der Nähe befindliche wilde Gude zu heilen. Bist du des Wahnsinns? Du Leuchtender, du. Guck mal, was ist die Uhr?